Am 5. Mai fanden sich zahlreiche Demonstranten vor dem Landtag ein. Ihr Anliegen war die geplante Schließung der Arbeitsgerichte in Eberswalde, Potsdam und Senftenberg. Landestagsabgeordneter Peter Wieder war anwesend und sprach sich deutlich gegen die Reform aus. Die Reaktion der Landesregierung folgte schnell. Die komplette Schließung des Arbeitsgerichts Eberswalde konnte so bereits verhindert werden. Ein erster Teilerfolg für die Belange der Bürger und BVB-freie Wähler.